Ich habe neuen Ark reingestartet. Mein Anfangsziel war diesmal anders. Hidden more. Yes, I like it. Gib mir den Loot. Ich hatte keinen Bock zu farmen und dachte deswegen, hey, als erstes brauche ich mal eine Base. Genau hier. Warum baust du nicht einfach ein paar Fallen? Ich habe mir eine versteckte Base im Wald gebaut und ein bisschen gefarmt. Relativ schnell die ersten Öfen angeknallt. Für die erste Falle. Und ein paar Fuhren Metal transportiert. Brauche ich einen Stego. Level 15. Muss reichen. Da ist er. Dann mache ich mir Rüstung und mal ein paar Fallen. Meine erste Falle sollte simpel sein. Sie bestand lediglich aus einer Falle. Wer hätte es gedacht? Wie genau der Aufbau ist, werdet ihr gleich sehen. Und ob es geklappt hat oder nicht. Drei Öfen, ein Bett und eine Werkbank brauche ich noch. Ich bin so gespannt, ob da überhaupt jetzt einer ist, den ich in Content transformieren kann. Denn am Ende des Tages war das mein Ziel. Irgendwelche Randoms, am besten natürlich Sharks-Fans, in Content transformieren. Und so habe ich meine Falle platziert. Ein paar Öfen angeschmissen, ein Bett in die Mitte und darunter der klassische Knöchelknecker. Vom Design simpel, gebe ich zu. Und der Spot, an dem ich war auch nicht ideal. Ich habe eine halbe Stunde gewartet und tatsächlich kam niemand vorbei. Also neuer Ort, neues Glück. Ab nach Center. Und ich war gerade dabei, die Falle aufzubauen. Da kam irgendeiner mit einer Bohne angerannt, um mich zu nutzen und euch Genshin Impact vorzustellen. Denn das heutige Video ist von HoYoVerse gesponsert. Genshin Impact ist ein sehr geiles Game, ich habe selber hart gesuchtet und deshalb freut es mich umso mehr, dass ich heute Werbung für sie machen darf. Genshin Impact ist ein Open-World-Spiel, in dem ihr vier Charaktere gleichzeitig spielt und zwischen denen ihr im Combat hin und her wechseln könnt. Die Fähigkeiten und einzelnen Charaktere interagieren auch miteinander und erzeugen Kombos. Man kann zum Beispiel ein Feuerfeld um sich kreisen lassen, dann mit Mona einen Debuff auf die Gegner hauen und das Ganze am Ende mit Blitz kombinieren, um Overlord zu triggern. Richtig nice. Es ist wie gesagt eine große Open World voller Aktivitäten. Es gibt Worldbosse, kleine Minigames, überall Loot verteilt und ihr könnt sogar eure eigene Insel bebauen. Dazu gibt es eine echt nice Story und mit dem letzten Patch 2.7 zwei neue Charaktere. Yelin und Kukushinobu sehen beide sehr, sehr geil aus. Genshin macht doch immer richtig geile Trailer für die Charaktere, also alleine das sich mal reinzuziehen lohnt sich. Das Ganze könnt ihr kostenlos über den ersten Link in der Beschreibung zocken. Auf allen möglichen Konsolen, zum Beispiel PC und Handy. Ich würde PC empfehlen, da habe ich es gespielt und finde ich es auch am nicesten. Aber genauso könnt ihr es auch mobile zocken und das sogar mit demselben Account. Heißt, man kann ganz entspannt im Bus noch eine Runde Genshin zocken, bevor es zur Schule oder zur Arbeit geht. Und wenn man möchte, sogar im Koop. Da joint man dann zusammen in die Welt und kann eigentlich alle Aktivitäten zusammen machen. Das coolste sind, wie ich immer finde, die Worldbosse. Ein Punkt, den ich persönlich auch noch gerne ansprechen würde, ist die Musik. Wirklich hammer nice. Ich finde die sogar so geil, dass ich die schon in einigen meiner Hauptkanalvideos benutzt habe. Also rundherum ist es wirklich ein spielenswertes Spiel. Wenn ich euer Interesse wecken konnte, checkt gerne den QR-Code auf dem Screen aus oder den ersten Link in der Beschreibung. Und damit geht's weiter. Im Fight. Ich habe also schnell mein Stego rausgedroppt und versucht, ihn zu hitten. Das hat mittelgut geklappt, bis wir uns dann irgendwann gegenüberstanden, angeguckt haben und uns beide nur dachten, das ist jetzt ein bisschen weird, ne? Dann habe ich mein Stego wieder gecryot, denn der Dude war kurz weg und ich wollte meine Falle aufbauen. Die Smithy steht, die Öfen stehen und ich war gerade dabei, den Knöchelknecker zu platzieren. Da höre ich auf einmal aus dem Hintergrund den Heini und die nächste Bola fliegt. Ich hatte direkt keinen Bock mehr, hab meinen Steg rausgepackt. Fuck, jetzt hat er's gesehen. Ich hatte nämlich keine Waffen und das war mein Problem. Mir blieb also nichts anderes übrig, außer ihn anzugucken, zu warten und eine halbe Stunde über die Insel zu rennen. Und damit übertreibe ich nicht, der Dude ist mir ernsthaft fast eine halbe Stunde hinterhergerannt. Irgendwann kam dann noch ein Tech-Dude. Meine Base. Tech-Rifle. Ne. Oh, hätte ich die Falle doch stehen gehabt. Wegen dem Dude. Und der hätte mein erstes Opfer gewesen sein können. Aber weil ich Angst vor einem Nackedei mit Bolas hatte, habe ich den verpasst. Ich dachte mir, okay, du musst härtere Geschütze erfahren. Sieh mir, jetzt geht's, jetzt reicht's. Und ich habe den Fabricator gecraftet, was auch sonst. Die neue Falle sollte mit Turret sein. So sollte die Falle dann aussehen. Oh, was ist denn das? Eine Base. Alter, ein Tresor. Krass, Free Loot. Oh, die Tür ist zu und zwei Türen gehen auf. Und da war er. Mein erster Verbindung verloren. Sie sind leider dumm, Screen. Ich sage euch ehrlich, ich war schon wieder richtig abgefuckt. Ich respawne auf den Server, auf den ich wollte, auf Extinction und mein Inventar ist leer. Ich habe meine Rüstung an und ich habe die Beeren behalten. Der Rest ist weg, denn ich habe es nicht aufgenommen, aber ich hatte Batterien gefarmt und Heavies und wollte auf Extinction Terminal meine Batterien laden. Also war ich frustriert, habe im Chat welche beleidigt und dann der Pro-Tipp kam, hey, start doch einfach mal das Spiel neu. Als wenn ich selber noch nicht drauf gekommen bin. Und tatsächlich war ich da auch noch nicht selber drauf gekommen, deswegen habe ich dann gereloggt und tada, die Sachen sind weg. Also habe ich meinen Frust wieder im Chat rausgelassen, aber diesmal keine Antwort bekommen. Ich habe neue Batterien geholt und war ready und habe diesmal sogar meinen Stego als
Ace Defense mitgenommen und konnte endlich mein Ziel erfüllen und die scheiß Batteries laden gehen. Danach brauchte ich dann nur noch Electronics, damit ich neue Heavies bauen kann. Und genau das habe ich dann gemacht. 2 Stück. Dann ging es für mich los. Jetzt oder nie. Ich habe alles aus meiner scheiß Steinbase mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Alles. Ich habe mein Inventar vollgepackt, hier seht ihr es, und wollte die neue Falle auf Center probieren. Ich spawne und mein Inventar ist weg. Ich war richtig aggressiv. Ich dachte mir, okay, das kann nicht sein. 2 Mal. Alles gelöscht. Ich bin also wieder zurück auf Island gespawnt, weil ich dachte, hey, vielleicht sind die Sachen dann ja wieder da. Und zu meiner Überraschung, Arschlecken, das Zeug's weg. Und das war die Geschichte, wie ich versucht habe, eine Falle zu bauen. Digga, du kannst es dir wieder nicht ausdenken, ne? Wirklich, tschüss. Einfach tschüss. Monen hat zu der Zeit mit ein paar Freunden auf einem anderen Server gespielt. Der wiped aber in 2 Tagen. Und für die letzte Action hat er mich nochmal in den Tribe eingeladen. Hier breeden wir. Und das nennt ihr Base. Das nenne ich, das mache ich solo nebenbei. Ja, Chef, ich such mal wieder, ne? Du bist auch schon wieder am Flüstern, habe ich das Gefühl, ne? Ja, das ist richtig. Wenn meine Eltern morgen arbeiten müssen. Mami und Papi. Du schnellst es ein, dass ich sage Mami und Papi. Moonen ruft im Raid nach Mama und Papa. Du hast ja schon gut Profit rausgezogen. Monin nimmt sein Studium nicht ernst. Ja, ey, aber das war aber auch einfach passend zu der Zeit, wirklich. Da sitze ich da und frage, Chef, musst du nicht studieren? Doch. Und was machst du? Ich spiele auch. Die Map hier ist auch so komisch, man sieht gar nicht so genau. Weißt du, was auch komisch ist? Wo man war. Du. Weißt du, dass ich mich immer frage, diese ganzen Map-Creators, zum Beispiel jetzt bei Lost Island gerade und bei Fjordur, das sind ja nur wirklich ziemlich langweilige Maps, ne? Da gibt es dann 1, 2 coole Höhlen, eine Farbe vom Boden ist mal gelb statt grün. Aber wenn man so die Idee hat, ey, ich mache jetzt ein Biom oder sowas, ja, warum macht man dann nicht was Geiles, weißt du, was ich meine? Also warum irgendwas, was man doch nicht auf den 10 anderen Maps auch hat? Ja, eine Zwergenhöhle, ja schön, ich habe halt schon 50 andere Höhlen gesehen, weißt du, wie ich meine? Das juckt mich halt dann unnett, wenn da jetzt Mordor dran steht oder so. Sowas wie Aberration, sowas, was Grundgeiles. Es ist halt immer so diese Grundidee von, ja, hier ist ein riesiger Ozean und da sind so ein paar Inseln und ein paar Berge und so. Ja, ist ja nett, ist ja nett. Kriegt von mir aber keine Genehmigung. Also wäre das von mir, hätte ich gesagt, das machst du neu. Richtig sympathischer Boss. Ja, sitzt so 3 Monate an so einer Map, kommt der Chef zum ersten Mal rein, guckt sich das an, das machst du neu. Ich kann mal gucken, wie es mit Steos geht. So, Bett ist. Hab halt auch natürlich kein Fernglas mit und nix, ey. Wie eine Bestie. Könnte halt gut sein, dass man das auch easy packt. Man kann da halt safe sneaken, beaken und so. Ich warte mal beim Bett auf dich. Bring mal 1, 2 Ferngläser mit. Boah, ich hab so Bock, dem Torpedo in die Base zu jagen, ne? Miau! Bam, Junge. Okay, Chef, ich hab eine Position. Kann ein bisschen gucken. Okay, vielleicht hat man hier einen Better Wankel. Ich bin runbereit. Ich hab natürlich auch die maximal größte Hitbox, ne? Yeah, yeah. Und 135, ich hab noch... Okay. Wurde gehittet. Das machst du neu. Ich weiß nicht, ob die da sogar Stone Ceilings haben. Das ist so komisch dunkel. Ich bin halt schon in Position, das heißt, ich muss dich dann lotsen. Also da tankst du halt die maximale Range. Du redest schon wieder in-game. Als ob. Ja, natürlich, die ganze Zeit. Was ist denn das für ein Film? Fjordur einfach in-game-Räder oder was? Auf welchen soll ich denn überhaupt? Ja, irgendein. XXX. XX irgendwie. Ja, okay, Chef, ready. Vorwärts rein. Mit Gebrüll, Chef, mit Gebrüll. Okay, go. See me, Goat. Ich erkenne nichts durch Spur. Morning, Hits. Ja, das sollte doch eigentlich viel lange aushalten. Sind die auf mich, die Hits? Ja, du auf dich. Turn jetzt vorwärts rein. Okay. Vorwärts aggressiv. Vorwärts aggressiv. Weg! Stego on me. Ja, fragt mich nicht, was das für ein Call ist. Und ich kann es euch selber auch nicht sagen. Ich sitze hier gerade und frage mich, was meine ich mit Stego on me? Oh, Stone Seeding. Boom! Achtung, noch ein, weil es so geil war. Oh, das habe ich so lange nicht gemacht, Chef. Das tat richtig gut, weißt du? Und war's big? Bigger Loot? Nö. Als ob die einen Wandteleporter haben. Was? Ja, Karma! Das war safe Karma. Das war Karma. Karma, wenn du es wirklich bist, dann bist du erstens mal sehr schlecht in Hard. Weil was ist halt död, ne? Das machst du neu. Karma ist einer meiner Discord-Mods und nachdem ich ihn gefragt hatte, stellte sich heraus, dass es leider nicht seine Base war.
Mannen. Lass es. Ja, aber nicht so der krasse Knack, ne? Aber Knack ist Knack, ey. Knack ist Knack. Mannen. Du wolltest mich verpulvern. Lass es. So, jetzt kriegst du es zurück. Guck, gib dir das, gib dir das. Leider den Muden getroffen. Gib dir das, gib dir das, gib dir das, gib dir das. Oh, Alter, der Rauch war in dich drin. In dich drin? Komm her, Mann, komm mal her, komm her. Komm her. Komm. Monte! Ich hab uns beide übelst gejubelt. Ach, dich auch? Ja. Als ob. Ja. So wichtig war es dir, mir nur einen mitzugeben, dass du dich ja auch selbst geopfert hast. Junge, sowas von. Jemand kennt. Ich würde sie jedes Mal wieder machen. Das merke ich mir. Wo ist er eigentlich? Ja, komm, dann Cryon und ab, oder? Und ab, hat sie nochmal in dein Gesicht, komm. Nee, lass mal denn, nicht jetzt, nicht jetzt. Okay, weg, 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 weg. Schon leer, das Töd. Zünden! Ja! Ich hab ihn! Junge, den Mude. Ach, dir einen, dich wegzuzünden, macht immer Bock. Vergesst nicht, bei Genshin reinzuschauen. Wirklich ein geiles Game. Lasst mir ein Abo da. Ich hab euch lieb. Haut rein und ciao.